Sie sind ein armer Mann, aber Sie können hervorragend Geschichten erzählen. So glaubhaft, dass einflussreiche Menschen auf Sie hereinfallen. Hochstapler gab es viele. Manche haben andere um ihr Geld gebracht, andere sich einfach nur wichtig gemacht. Ein Mann aus Deutschland aber hat es geschafft, dass der mächtigste der Welt, der amerikanische Präsident, nach seiner Pfeife tanzt. Curveball wird er genannt. Es ist keine lustige Geschichte, denn er hat George Bush damals den Grund für den Irakkrieg geliefert. Viele tausend Menschen sind gestorben. Dann ist Curveball aufgeflogen. Aber nun glauben Sie nicht, ihm wäre Schlimmeres passiert. Nein, er wurde jahrelang vom Bundesnachrichtendienst beschützt und finanziell gestützt. Stefan Buchen. Dieser Mann hat Weltgeschichte geschrieben. Heute lebt er in Karlsruhe. Vor 11 Jahren kam er aus dem Irak als Asylbewerber. Er sei Chemieingenieur und habe Kenntnisse über biologische Massenvernichtungswaffen im Irak, sagte er damals. Auf diesen Mann berief sich die Regierung Bush, um im Jahr 2003 den Krieg gegen den Irak zu begründen. Wir wissen, dass der Irak seit den späten 90er Jahren mehrere mobile biologische Waffenlabors besitzt. Diese können von Ort zu Ort transportiert werden, um den Waffeninspektoren zu entgehen. Die Quelle war ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur. So haben wir Beschreibungen aus erster Hand über Biowaffen auf Rädern und Schienen. Wir wissen, wie die Fermenter, die Tanks, die Pumpen und die Kompressoren aussehen und wie sie funktionieren. Mit dieser Begründung wurde 2003 Bagdad bombardiert, der Irak erobert. Doch schnell war klar, es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Die Top-Information aus Deutschland war eine Ente. Bekannt ist der BND-Informant aus Karlsruhe unter dem Codenamen Curveball. Er war Auslöser für die größte Geheimdienstpleite der vergangenen Jahrzehnte. Der BND leitete seine Informationen an die USA weiter. Welcher Geheimdienst hat hier versagt, ist auf den Lügner hereingefallen? Der deutsche BND oder der amerikanische CIA? Curveball sagt dazu nichts. Die Geheimdienste spielen sich den schwarzen Peter zu. Nach dem Irakkrieg ging BND-Chef Urlau schnell auf Distanz zu Curveball, tat erstaunt, dass die US-Regierung ihm geglaubt hat. Ich habe auch mit großem Interesse die Powell-Rede gesehen und war schon überrascht, was die Amerikaner da alles an Vorwürfen präsentiert haben. Überrascht, dass jemand Curveball geglaubt hat? Hier im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages offenbarte der BND damals, er selbst war überzeugt von Curveball, glaubte den Informationen über Massenvernichtungswaffen, wie sich ein Abgeordneter erinnert. Wir haben explizit gefragt nach den Unterrichtungen, die der Außenminister Amerikas Powell den Vereinten Nationen gegeben hat. Stimmt das? Und wir haben nicht den Eindruck gehabt, nach der Unterrichtung mit unserem Bundesnachrichtendienst, dass an diesen Paulschen Äußerungen irgendetwas falsch gewesen wäre. Natürlich hat der BND später gemerkt, dass alles falsch war. Doch er protegierte Curveball weiter, gegen jede Logik. Wenn ein Geheimdienst einen Informanten als Lügner entlarvt hat, verbrennt er ihn, auch gegenüber allen befreundeten Diensten. Das haben die Deutschen nie getan. Einen Lügner unterstützt man nicht mehr, sondern jagt ihn zum Teufel. Aber so scheint der BND nicht zu ticken. Wie genau der betrügerische Ex-Informant nach dem Krieg unterstützt wurde, sollte natürlich niemals herauskommen. Ernst Hirt war bis vergangenen September Curveballs Vermieter in Karlsruhe. Um den Mietvertrag damals zu bekommen, musste Curveball seine Einnahmequellen offenlegen. Die Kaution hat eine Firma für ihn erstattet, die letztendlich ja auch als Arbeitgeber sozusagen ausgewiesen worden ist. Und wer war dieser Arbeitgeber? Eine Firma Thiele und Friedrichs Marketing aus München. Und die hat für den Herrn diese Kaution in Höhe von 2130 Euro geleistet und teilt mit, dass Herr seit 01.01.2001 als freiberuflicher Mitarbeiter in dem maßgeblichen Unternehmen tätig ist. Curveballs Netto-Monatseinkommen 3000 Euro. Wir schauen bei der Adresse des Arbeitgebers in München nach.
ein Wohnviertel. Und der Firmensitz von Thiele und Friedrichs, eine Einfamilienhaushälfte. Für wen wird hier Marketing betrieben? Die Bewohner sind nicht da, aber die Nachbarin. Was arbeiten denn die Leute, die hier wohnen? Die arbeiten, gehen ganz normal zur Arbeit. Aber für welchen Arbeitgeber? Das werde ich Ihnen mit Sicherheit nicht sagen. Wenn Sie schon alles wissen, dann wissen Sie doch das sicherlich auch, ne? Im Arbeitsgericht München dann eine Lücke in der Tarnung. Hier stritt sich Curveball, arabischer Vorname Rafid, mit seinem Arbeitgeber. Aber statt der Tarnfirma schreibt das Gericht als Arbeitgeber die Bundesrepublik Deutschland auf, also den BND. Genaueres ist nicht zu erfahren, die Öffentlichkeit bleibt ausgeschlossen, denn die Staatssicherheit sei gefährdet. Warum hat der BND Curveball trotz der Lügen weiter Geld bezahlt? Keine Auskunft vom Geheimdienst. Möglicherweise hat der Bundesnachrichtendienst was zu verheimlichen gehabt oder hat es immer noch. Und das war ihm jede Geldzahlung wert. Dafür sind die deutschen Steuergelder eigentlich nicht da. Und noch ein Lohn für Curveball, arabischer Vorname Rafid. Er ist inzwischen deutscher Staatsbürger. Ausgestellt wurde Curveballs Pass von der Stadt Karlsruhe im Jahre 2008. 5 Jahre, nachdem sich seine Angaben über Massenvernichtungswaffen im Irak als Lügen entpuppt hatten. Wie konnte das geschehen? Nach Panorama-Recherchen kamen 2 BND-Agenten zur Stadtverwaltung und kündigten Curveball als Einbürgerungsbewerber an. Der BND werde bei der Erledigung des Papierkrams helfen. Der Geheimdienst will Panorama gegenüber auch dazu nichts sagen. Wieso er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, das müsste auch geprüft werden. Spätestens in dem Zeitpunkt, als auch der Bundesnachrichtendienst wusste aus den Meldungen der Amerikaner, dass die Meldungen von Curveball erfunden waren. Spätestens da hätte man sagen müssen, jetzt ist aber wirklich Feierabend. Aber so schnell ist eben nicht Feierabend. Curveball mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Wir treffen ihn in einem Hotel in Karlsruhe. Er verlangt, dass seine Aussagen nicht auf Band aufgezeichnet werden. Curveball verhandelt, will Geld für ein Interview. Das lehnen wir ab, aber erfahren so, dass Curveball noch mal ganz groß rauskommen will. Im arabischen Sender Al-Mustaqilla tritt er als Ingenieur Rafid auf, Chef der Bewegung Freier Demokraten im Irak. Mehr Ehrlichkeit in der Politik, fordert Curveball. Parlament und Regierung im Irak, alle müssen ehrlich arbeiten. Der hochgeheime Ex-Informant als Chef einer neuen irakischen Partei im Fernsehen. Und seit 2008 sucht Curveball den Kontakt zu weiteren Medien, will damit Geld machen. Jetzt ist es offenbar auch dem BND zu viel. Der Geheimdienst kündigt den Arbeitsvertrag mit ihm. Fest steht, der eingebürgerte Ex-Informant wird weiter mit deutschen Steuern bezahlt, Sozialgeld. Vor kurzem waren es 1.590,82 € für ihn und seine Angehörigen. Mit Lügengeschichten hat er die Begründung für einen Krieg geliefert. Danach wurde er vom BND belohnt. Ein Skandal, für den sich der BND bislang nicht erklären musste. Wenn der BND Unterstützung leistet für einen Curveball, dann halte ich das für überhaupt nicht mehr vertretbar. Das muss auch, jetzt wo ich das von Ihnen erfahre, parlamentarisch untersucht werden. Wir sind gespannt. Die ganze Geschichte von Curveball, der größten Geheimdienstpleite der Nachkriegszeit, können Sie heute Abend in einer investigativen Reportage sehen. Die Lügen vom Dienst.